Hey Leute, Crymix hier, was geht ab, Paul Baker, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute, meine Freunde, werden wir den Mega-Mansion-Tycoon spielen, also auf Deutsch übersetzt den ultra-fetten Villa-Tycoon, Leute. Also wir werden heute die größte Villa bauen, meine Freunde, es wird ganz, ganz wild werden. Ihr seht, wir haben aktuell gerade mal 100 Dollar, wir werden aber gleich richtig reich werden und damit hier eine richtig fette Villa hinstellen, Leute. Lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert für mehr Roblox und ich würde sagen, wir starten jetzt hier einfach mal. Okay, wir haben uns jetzt hier unser Grundstück gekauft, unser Grundstück war erstmal relativ günstig, gerade mal 50 Dollar. Das ist ja jetzt, ja, war jetzt erstmal nicht so schwer. Wir machen auch gerade 2 Dollar in der Sekunde. Das können wir hier irgendwie immer genau bei dem Briefkasten abholen. Dann können wir hier so einen Weg hinbauen. Jetzt machen wir schon 3 Dollar die Sekunde und haben jetzt hier schon mal so einen Weg. Ein Driveway, was ist das denn? Oh, hä? Eine eigene Einfahrt? Okay, also bis jetzt ist das hier auch noch gar nicht so teuer. Hier, das kostet 30, hier ein paar Lichter in der Einfahrt. Ist natürlich auch wichtig. Aber Leute, ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. Wir werden natürlich immer hier der Krasseste. Ich will der Reichste werden mit der fettesten Villa. Deswegen werden wir jetzt hier erstmal richtig viele Robux ausgeben. Wie immer nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Schaut dafür einfach meine Videos. Gebt aber kein Geld für Videospiele aus. Ihr wisst, das ist unnötig. So, wir holen uns jetzt hier erstmal das Speedrun, dass wir schneller rennen, würde ich mal behaupten. 140 Robux juckt mich nicht. Ich habe eh noch 5000. Hahaha. So, erstmal das gekauft und... Wir sind doch gar nicht schneller. Warum bin ich jetzt noch nicht schnell? Wow, Leute, jetzt funktioniert es endlich. Ich musste hier gerade das Spiel nochmal neu starten, aber jetzt habe ich hier die Speedrun-Funktion freigeschaltet und hier geht auch gerade die Sonne auf. Voll schön, wir machen jetzt hier mal weiter. Aber Leute, wir kaufen jetzt einfach mal schnell alles durch, damit wir uns hier auf die Villa konzentrieren können. Low Gravity, das holen wir uns auch noch, damit wir höher springen können. Lohnt sich auch hier nochmal. 175 Robux, juckt mich nicht. Auch hier schnell alles kaufen. Auto Collect, dass das Geld automatisch eingesammelt wird, finde ich auch eine gute Sache, damit wir da nicht immer zu dem Briefkasten laufen müssen. Zack, hier auch direkt gekauft. Double Money kaufen wir uns auch noch. Oh mein Gott, 650 Robux, damit das hier direkt noch mal 2 geht, damit das hier noch schneller geht, Leute. Boah, man kann hier noch so Autos und so Luxusautos und so kaufen. Das würde ich sagen, machen wir aber später, wenn das Haus steht, weil wir brauchen natürlich erstmal eine Garage dafür, oder? Würde ich sagen, warten wir mal noch ab. Was ist das denn hier? VIP. Get, oh, 25% Cash-Bonus nochmal. Oh komm, lass kaufen. Oh mein Gott, Leute, wir werden gleich so viel Geld machen. Wir werden gleich so viel Geld machen. Okay, perfekt, perfekt. Jetzt haben wir einmal alles durchgekauft. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 3000 Robux oder so ausgegeben. Wie gesagt, Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Aber jetzt werden wir erstmal alles kaufen. Oh mein Gott. Jetzt machen wir schon 14 Dollar die Sekunde. Hä? Wie schnell geht das denn jetzt? Okay, dann hier der Floor, also der Eingangsbereich, Leute. Zack, hier eine Tür muss natürlich auch noch hin. Hier Parking Spot, genau auch. Warte mal, was ist das denn hier? Parking Spot will ich kaufen. Was ist das denn hier? Money? Hä, warum? Das verstehe ich jetzt hier gerade nicht. Cars? Ach so. Okay, okay, okay. Also man kann es hier auch Autos kaufen. Okay, die sind natürlich richtig teuer hier, die Autos. Da, ich würde sagen, da kümmern wir uns später drum. Wir bauen jetzt erstmal das Haus, dann kümmern wir uns um die Autos, okay? Ich denke, das ist ein guter Deal. So, dann hier die Fenster natürlich rein. Hier auch noch Fenster und hier noch Fenster. Fenster müssen natürlich sein. Dann hier Wände müssen natürlich auch sein. Oh, Leute, das... Ich glaube, das wird hier wirklich eine ganz, ganz, ganz geisteskranke Villa. Ich meine, schaut euch das hier mal an. Allein, oh mein Gott, dieser Weg hier hin, ne? Dann hier so eine Einfahrt, die so hoch geht. Also, das wird hier die krankeste Garage werden. Ich sage euch, wie es ist. Und wir machen jetzt schon 30 Dollar in der Sekunde. Holy moly. Also, wir sind ja jetzt eigentlich schon ultra rich, Leute. Wir sind super reich. Dann hier die Wände noch machen. Eine Couch stellen wir hier schön rein. Da, Couch. Fenster, Fenster, bam, bam, bam. Und das ist dieser... Was? Was, Leute? Uns ist das Geld hier gerade ausgegangen. Ich dachte, unser Geld geht niemals leer, weil ich dir die ganzen Sachen gekauft habe. War das hier alles voll teuer. Oh nein, Leute. Oh nein. Ich glaube, wir müssen hier schon wieder Robux. Oh, was hat der denn da hinten für eine Riesenvilla, Leute? Wir sind ja hier noch voll der Schmalspurer gegen unseren Nachbar. Der hat einen Helikopter auf seiner Villa. Oh, okay, Leute. Das kann ich hier nicht so auf mir sitzen lassen. Warte, wir haben doch hier alles... Ich glaube, ich muss Geld kaufen. Ich glaube, wir müssen einfach Geld kaufen, Leute. So geht das doch hier nicht. Money, komm, was kostet hier? Was kostet... Ist mir egal. 10 Millionen? Was kosten 10 Millionen? Was kostet... 800 Robux? Okay, Leute. Ah, nee. Nee, das kostet 4000 Robux. Okay, wir sind zu schmal Spur dafür. Können wir uns nicht mehr leisten. Wir werden jetzt aber uns dann für 5 Millionen was holen. Das können wir uns leisten, oder? 2000 Robux geben wir jetzt hier nochmal für 5 Millionen Dollar aus. Checkt ihr das, Leute? Ich habe hier schon wieder so viel Geld ausgegeben. Also macht das auf jeden Fall nicht nach. Guckt einfach mein Video, dann wisst ihr, was passiert. Und Leute, auch vielen, vielen Dank dafür, dass Roblox bei euch in letzter Zeit immer so gut ankommt. Freut mich voll, weil irgendwie macht mir Roblox auch voll Spaß. Also lasst gerne mal wieder ein Like und ein Abo da. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, welchen Roblox-Simulator, Tycoon, whatever wir nächstes Mal spielen sollen. Was ihr findet, noch ziemlich gut ist. So, jetzt hauen wir hier erstmal die ganze Einrichtung rein. Auch eigentlich noch voll, das ist eigentlich voll dumm, dass wir hier schon einrichten und nicht mal ein Dach haben. Wenn es jetzt hier regnet, dann wird unsere ganze Einrichtung nass. So, Fireplace. Alter, was ist das?
Oh mein Gott, Leute. Ey, ihr müsst... Leute, ich sage euch hart auf hart. Lasst mal ein Like, Abo da, aktiviert die Glocke. Ich muss auch in so einem Haus wohnen. Ich brauche auch so eine fette Mega-Villa, Leute. Ihr müsst mich supporten. Schaut die Roblox-Videos, dann kann iCrimex sich auch irgendwann mal so... Oh mein Gott, ist das schön. Oh mein Gott, ist... Ey, Bro, was... Leute, stellt euch mal vor, ihr wohnt wirklich in einer Villa, wo so ein... Oh mein Gott, diese Einrichtung, ne? Bam, schau mal, stellt euch mal vor, ihr habt so einen langen, harten Arbeitstag hinter euch und dann chillt ihr einfach hier so am Lagerfeuer in dieser Kaminwand. Allein dieser Kronleuchter da oben. Oh mein Gott, Leute, ich fühle das gerade. Vertraut mir einfach, ich fühle das anders. Und dann hier natürlich so ein paar Bilder dran, so ein bisschen Kunst. Natürlich, die Kunst bestimmt auch voll teuer hier. Bam, 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 bam. Also so eine Villa, wie wir jetzt uns hier hinstellen, safe call. Safe. Man kann es nur noch nicht sagen, weil wir wissen noch nicht genau, wie groß die Villa jetzt hier wird. Aber das wird bestimmt so eine 50 Millionen Dollar Villa. Sage ich euch hart auf hart. Ich glaube, das wird ganz krank. Wir machen auch mittlerweile 94 Dollar in der Sekunde. Also das ist schon ganz gut, beziehungsweise wir haben ja den mal 2 Multiplikator. Also eigentlich so gesehen 200 Dollar in der Sekunde. Aber ich muss sagen, mich belastet das voll. Schaut euch mal die anderen an, die anderen Spieler. Die haben ja alle schon so eine fette Villa. Und ich bin hier noch so Schmalspurer und bin hier auf einer Baustelle. Wir sind ja richtige Schmalspuren hier, Leute. So, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir wollen natürlich immer der Krasseste werden. So, hier hinten wahrscheinlich Gartentür oder so. Nee, warte. Hä? Was ist das denn hier? Doch, das wird doch hier die Terrasse, oder? Zack, Fireplace. Oha, Leute. Selbst hier auf unserer Terrasse nochmal so ein Lagerfeuer, so ein Fireplace. Oh mein Gott, Alter, was? Ey, das wird wild. Das wird krass. Hier die ganzen Türen, die gehen auch immer so von alleine automatisch auf. Hier Counter. Leute, ich sehe hier gar nicht durch, ne? Man kann hier so viele Sachen kaufen und bauen. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Walls, Walls. Ich versuche vielleicht erstmal so ein bisschen diese Außenwände zu machen, bevor wir hier die Einrichtung machen, ne? Damit hier keine anderen Spieler reinkommen können, machen wir erstmal hier den Außenbereich, so, die Wände. So, den Rohbau. Den Rohbau nennt man das ja. Hier, zack, Couch. Jetzt ist hier schon wieder Einrichtung. Das Ding ist auch, wir können nämlich hier auch auf dem Knopfdruck die Türen abschließen. Wir schließen jetzt einfach mal hier die Türen ab. Sind jetzt für uns auch abgeschlossen? Ja, perfekt. Jetzt kommen hier nämlich keine anderen Spieler rein, ne? Okay, hier ist natürlich die Garage, wo man prinzipiell noch reingehen könnte. So, machen wir hier mal wieder auf. Zack. Hallo, Tür einmal aufmachen. So, Tür auf. Zack, zack, zack. Painting. Wird das? Ich glaube, das wird hier die Garage, oder? Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, das wird... Oh. Oh mein Gott, was wird das hier für eine fette... Was wird das hier für eine riesige Garage, Leute? Oh mein Gott. Garagen. Ich muss ich aber sagen, ist ein bisschen Schmalspur. Auto kaufen wir gleich. Dass unsere fette Villa nur 2 Garagenplätze hat. Also wenn man so reich ist, Leute, dann will man, da hat man ja mehr als 2 Autos. Das ist schon ein bisschen Schmalspur. Ich habe erwartet, dass jetzt hier eine Tiefgarage kommt bei unserer Villa, Leute. So, ne? Also ich würde hier eine Tiefgarage bei einer Villa bauen, Leute. So eine komplett eigene, wo so 30 Autos reinpassen. Aber ich würde auch komplett durchdrehen. Sage ich euch hart auf hart. Also wenn ich mir jetzt in Real Life für 50 Millionen ein Haus bauen könnte, ich würde komplett durchdrehen. Ich hätte Helikopter auf dem Dach, Tiefgarage, Bootsanlegestelle. Ich würde, das wäre GTA Real Life, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Das wäre einfach GTA, sein Urgroßvater. So, Stühle, Lampen hin. Wir machen das Ganze hier ein bisschen im... Oh mein Gott, die Einrichtung. Es ist wunderschön, Leute. Also ich muss ehrlich sagen, diese bunten Leuchten hier fühle ich nicht so ganz. Ist nicht so ganz mein Geschmack. Aber an sich finde ich es sehr, sehr geil bis jetzt, die Villa. Also sieht schon krass aus. Hier oben noch Wände hin. Mal gucken, wie viele Stockwerke wir auch hier haben. Wasserfall. Wow, hier ein Wasserfall, Leute. Yo, yo. Okay, hier Wall, Floor. Zack, zack, zack. Wie gesagt, ich versuche hier immer mal erst noch so ein bisschen den Außenbereich zu machen. Ey, wir sind hier mittlerweile, so Sachen kosten hier, allein hier so eine Wand mittlerweile 10.000. Okay, also ihr merkt, es wird ja auch immer teurer, aber wir machen natürlich auch immer mehr Geld. Also wir haben bis jetzt, wir sind erst 300.000 minus. Wir haben uns ja 5 Millionen geholt. Wir sind noch bei 4,7 Millionen, also wir machen halt auch immer mal wieder Geld. Oh, wie schön hier, einfach so ein Wasserfall. Wir machen auch mittlerweile 500 Dollar in der Sekunde. Guck mal, da ist ein anderer Spieler. Ey, Tür abschließen. Nein, er ist drin. Nein, er ist in meinem Haus drin. Ey, was willst du, Junge? Hey, raus aus meiner Villa, habe ich dich hier eingeladen oder was? Wie heißt der? Filzka? Der Filzka, hat der was geschrieben oder was? Wir schreiben mal mit dem. Moin, ist der Deutscher? Guck mal, wer Deutscher ist. Ja, okay, er schreibt einfach nicht mit mir. Gut, Filzka, dann möchte ich dich bitten, mein Haus zu verlassen. Das ist hier kein Haus für Schmalspuren, ja? So, dann weiter geht's. Ich hätte abschließen sollen. Ich dachte es mir wieder. Da kommen wieder hier Leute in mein Haus, die ich hier nicht in meinem Haus haben will, Leute. Der kriegt Hausverbot. Filzka, du hast Hausverbot, Junge. So, dann hier nochmal Wände, Couch, Wand. Oh mein Gott, Leute. Let's... Ey, allein so eine kleine Chill-Ecke hier, das ist zu krank.
Schaut euch das mal an hier. Da unten ist der Eingangsbereich. Hier einfach so eine kleine Couch, wo man so chillen kann, Fernsehen gucken, man kann. Man wird zwar niemals da sitzen, aber man hat's einfach für den Flex. So ein Ding ist das. So, dann kommen da unten so Leute rein, dann steht man hier oben so, ey, herzlich willkommen in der iCrimex Megavilla. So, oh mein Gott. Können wir hier Fernsehen, wir können den Fernseher sogar anmachen. Guck mal hier, Fernseher anmachen. Wow, jetzt läuft da was im Fernsehen. Okay, cool. Wände hier, Wände da. Zack, zack, zack. Wir wollen die Villa ja auch mal fertig kriegen heute. Ey, was willst du denn hier? Raus aus meinem Haus, Junge. So, oh, hier oben eine Küche? Hä? Eine Küche im Obergeschoss? Das hat man doch normalerweise immer unten im Erdgeschoss, oder? Ich glaube, ich war noch nie in irgendeinem Haus, wo oben eine Küche war. Boah, hier ein Teppich kostet mittlerweile 14.000. Oh, der schreibt Hallo. Hi. Ich schreibe mal mit dem. Hi, was willst du hier in meinem Haus, Junge? So, dann hier Wände rein. Zack. Okay, also wir, es läuft eigentlich gerade ganz gut mit dem Geld, Leute. Wir haben noch 4,6 Millionen. So, da. Oh. Oh. Hier so eine kleine, so ein kleines Gäste-WC. Also das ist natürlich noch nicht das richtige Badezimmer, aber man kann sich hier die Hände waschen, Leute. Man kann hier Wasser anmachen, immer schön Hände waschen, nachdem man auf der Toilette war. Ihr wisst Bescheid, Jungs und Mädels. Natürlich an alle gerichtet. Boah, ich hab mich hier, ich verlaufe mich hier schon in meinem Haus. Schau mal hier oben. Alter, was ist das für eine wunderschöne Villa? Also wenn man mal wirklich in so einem Haus lebt, Leute, dann hat man durchgespielt. Das ist auch alles unfassbar teuer. Allein hier so eine fette Küche, wahrscheinlich 20.000, 30.000. So Designermöbel, so eine Couch 20.000 und so. Ne, das ist wirklich, das kann man sich... Also das ist unfassbar, Leute. Das ist unfassbar. So, zack, zack. Dann geht's hier weiter. Ich bin mal gespannt. Irgendwo hier muss doch bestimmt mal ein Schlafzimmer kommen, oder? Also hier kommen hier ganz viele Wände. So, hier... Wie groß ist das denn hier alles? Ich verliere mich hier schon. Leute, ich habe hier jetzt schon keinen Überblick mehr. Schlafzimmer muss ja jetzt hier irgendwann mal noch kommen. Büsche, hier ist bestimmt der Außen. Hier ist bestimmt die Außenterrasse vom Schlafzimmer. Vermute ich einfach mal, dass hier so circa das Schlafzimmer hinkommt. Ey, das ist wirklich die crackedeste Villa, wird das hier. Auch überall diese Feuerdinger hier eingebaut. Was hat man da im Monat für eine Gasrechnung, wenn hier überall so ein Gasfeuer... Obwohl, das ist wahrscheinlich so ein Ethanolkamin oder wie das heißt. Hier auch wieder natürlich eine Feuerstelle. Hier wird nicht gespart, Leute. Hier wird auf jeden Fall keine Schmalspurvilla gebaut. So, dann hier eine Tür. Mittlerweile hier, ist, ihr merkt, es wird immer teurer. Umso mehr wir bauen, desto teurer wird es. Hier die Wände mittlerweile 16.000, 8.000. Bett 8.000. Wobei, wenn man so eine Designer-Villa hat, ist das wahrscheinlich noch 8.000 noch relativ wenig für ein Bett. Ich glaube, das kann doch aber noch nicht hier unser Schlafzimmer sein. Hier, das als unser Schlafzimmer wäre ein bisschen Schmalspur. Das ist vielleicht hier so ein Gästezimmer. Aber das ist doch hier nicht unser Schlafzimmer. Von dem Haus her. Von dem Herr des Hauses, der so eine fette Villa hat. Da ist das doch jetzt hier nicht mein Schlafzimmer. Boah, was? Ist das hier einfach nochmal so random, so eine kleine Küchenzeile? Einfach so random, weil man zu viel Platz hat? Hä? Leute, ich verlaufe mich hier. Wo bin ich denn hier? Was geht denn hier ab? Also hier, ich blicke hier schon nicht mehr durch. Staircase? Was? Es gibt sogar nochmal eine Etage höher. Oh mein Gott, Leute, ich glaube fast, wir brauchen hier einen zweiten Part. Ich versuche hier alles in dem Video fertig zu kriegen. Wir müssen jetzt hier Speedrun machen. Schnell, 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 schnell. Wir müssen jetzt hier alles schnell bauen. Ich will hier in dem Video die Villa fertig kriegen. Oh mein Gott. Hä? Alter, das ist doch... Findet ihr das aber irgendwie auch satisfying, so diese Tycoons in Roblox? Ich finde das einfach so voll satisfying, das so aufzubauen, zu gucken, wie das hier so entsteht. Oh nein, wir sind runtergefallen. Aber hier können wir auch noch was bauen. Hä? Alter, diese Stützpfeiler, das sieht ja auch ultra... Das sieht ja so schön aus hier. Das... Ah, natürlich hier der Pool-Außenbereich darf nicht fehlen, Leute. Oh mein Gott, ist das schön. Wir machen mittlerweile $500 in der Sekunde, beziehungsweise 1000, weil wir haben ja den Mal-2-Multiplikator. Oh mein Gott, ist das schön. Hier Lampen noch hin, damit alles auch schön beleuchtet ist. Basement. Ein Keller haben wir auch noch. Oh mein Gott. Hä? Hier ist der Tresor oder... Warte mal. Wird das hier unten etwa die Tiefgarage, von der ich gesprochen habe? Okay, hier natürlich ein bisschen Kunstwerke an die Wand. Nein. Nein. Ein Bored Ape, Leute. Ihr wisst, ich hatte ja auch bis vor kurzem Bored Ape. Hab den aber verkauft. Hä? Das ist eine Villa für NFT-Besitzer, Leute. Oh mein Gott, hier ist dunkel. Ich sehe hier nichts. Ist das hier ein eigener Club? Natürlich, wer so eine Villa hat, hat auch ein Bored Ape, Leute, NFT. Ey, das ist crazy. Man sieht hier auch kaum was. Was ist das denn hier? Wir müssen hier mal Lampen. Wo sind denn hier die Lichter? Kann ich mal bitte Lichter einbauen? Was ist das hier? Das ist so mein Arbeitszimmer, mein Bürozimmer hier. Hier läuft so Musik. Wir machen die aber mal aus hier. Das ist schlechte Musik. Macht mal lieber hier meinen iCrimex 2 Millionen Song drauf. Alter, hier unten ist so eine Kunstgalerie, Arbeitszimmer.
Ey, was ist das für eine traumhafte Villa? Hier ist wahrscheinlich noch so ein bisschen einfach so der Chill-Bereich so. Hier ist wahrscheinlich so der für mit den Jungs der Chill. Ah, ja, natürlich so ein ja, natürlich. Was ist das hier? Ein Bugatti oder was? Nee, keine Ahnung. Irgendein Sportwagen steht hier noch. Der wird wahrscheinlich auch nie rausgefahren. Den kann man hier nicht mal rausfahren. Aber wer so eine riesige Villa hat, so reich ist, der stellt sich unten einfach einen Sportwagen hin. Einfach nur zum Angucken. Einfach so. Der Wagen wird da einfach stehen. Oh mein Gott, ist das crazy, Leute. Das ist crazy. Also das ist schon schön. Wenn man sich so vorstellt, hier arbeite ich immer so. Hier mache ich meine YouTube-Videos. Wobei ich das wahrscheinlich eher hier hinten... Stellt euch mal vor, ich hätte so ein Gaming-Zimmer, wo im Hintergrund einfach ein Sportwagen steht. Einfach so für Flex. Der wird nie gefahren. Einfach so für Flex. Das ist schon crazy. Dann hier ist so ein eigener Club, falls man dann mal feiern will mit seinen Jungs. Dann muss man auch nicht rausgehen. Kann man hier ein bisschen Party machen und so. Boah. Das ist schon crazy. Das ist schon crazy. Was? Hä? Was? Nein, Leute, mein Geld ist leer. War das gerade der Sportwagen, der so teuer ist? War das hier gerade der Sportwagen, der so teuer war? Ich hatte doch gerade eben noch 4 Millionen oder so. Oh nein, Leute, wir müssen schon wieder Geld. Ey, was ist denn hier los? Hier unten, ja, eine Tür allein kostet ja hier eine Viertelmillion. Ey, wir hätten nicht in den Keller gehen sollen. Der Keller war zu teuer für uns. Nein, wir sind privat insolvent. Wir sind insolvent, Leute. Wir können uns nichts mehr leisten. Ach, du Heilige. Ja, hier ist eine eigene Bowlingstrecke. Wird hier noch... Ey, also das ist ja wirklich komplett crazy. Das ist zu crazy hier, Leute. Lichter... Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, wir kriegen das heute nicht in einem... Video fertig. Ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Part machen. Alter, was? Leute, man kommt hier so rein. Man kommt hier einfach mal so rein. Hat hier eine einfach so random, mitten im Wohnzimmer, eine Bowlingbahn. Was ist das hier? Also, ich sag euch hart auf hart, Leute. Das ist crazy. Es ist zu crazy. Holy moly Macaroni. Hier unten, so mit Glasdach, da ist der Wagen. Ich glaube, ich bereue das, dass ich diesen Sportwagen gekauft habe. Ich glaube, der war so teuer. Wegen dem Sportwagen sind wir jetzt pleite. Ja, deswegen, Leute, macht nicht so wie ich. Lernt was aus meinen Videos. Geht gut mit eurem Geld rum und kauft nicht einfach irgendwas, ohne auf den Preis zu gucken. Das ist nicht gut. So, ich versuche euch hier auch immer noch ein paar gute Werte mit auf dem Weg mitzugeben. So, hier Poolchairs, hier oben so, zack. Oh mein Gott, was ist das hier? Wir haben so einen Pool für 25... Aber manche Sachen sind unrealistisch so. Manche Sachen sind echt unrealistisch. So ein Pool wäre viel, viel teurer als 25.000. Aber gut, egal, so ist es, Leute. Dafür sind andere Sachen teurer. Wie zum Beispiel dieser überteuerte Sportwagen. Wie komme ich denn jetzt hier rein wieder? So, ich sehe ja schon gar nicht mehr durch. Zack, zack, zack. Hier einmal alles durchkaufen. So, wir machen mittlerweile 650 Dollar in der Sekunde. Das ist aber noch zu wenig. Wir müssen viel mehr Geld machen. Das war jetzt so teuer. Ich muss hier 5.000 Dollar die Sekunde machen, um das wieder reinzuholen. Da müssen wir hier echt noch ein bisschen üben. Und ich glaube, das Haus ist halt einfach bei weitem noch nicht fertig, weil hier kommt ja allein noch eine Etage oben drauf. Was ist das hier für ein krankes Anwesen? Das ist komplett crazy. Dann natürlich hier noch der Außenbereich. Wir haben ja nicht mal ein Auto jetzt hier gekauft. Wir sind ja noch mal Schmalspuren. Wir haben ja Aber, boah, es sieht schon schön aus. Es sieht natürlich von außen jetzt schon sehr, sehr schön aus. Oh mein Gott. Also allein hier so random so ein Wasserfall. Ist schon krass. Ist schon krass. So, dann gehen wir mal wieder rein. Wie gesagt, im Keller fehlen noch ein paar Sachen. Wir gucken mal, ob hier... Erdgeschoss. Ich glaube, hier im Erdgeschoss aber soweit alles fertig. In der ersten Etage fehlen, glaube ich, noch ein paar Sachen. Und die zweite Etage haben wir noch gar nicht irgendwie. Ja, hier fehlen natürlich noch ein paar Sachen. Die zweite Etage haben wir noch nicht mal angefangen. Zack, zack. Ey, ihr merkt's. Und wir hatten über 5 Millionen, was wir heute einfach rausgehauen haben. Und das Haus ist wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte fertig. Wir müssen ja noch einen Helikopter aufs Dach stellen. Ja, jeder einzelne Stuhl kostet ja allein hier 4.000. Warum ist das denn alles so teuer hier? Eine Lampe 4.000, also langsam wird's hier ein bisschen krass. Es ist natürlich ein geisteskrank wunderschönes Haus, Leute. Also ich glaube, das Haus ist zu unrealistisch. Ich bin immer optimistisch und ich bin immer motiviert und will viel erreichen, aber ich glaube, so ein Haus werde ich niemals haben, Leute. Das ist zu krass. Gibt's überhaupt so ein Haus in echt, Leute? Das ist ja zu wild. Dann hier kann man auch wieder... Ey, nein. Nein, das Dach 18.000, eine Tür 12.000. Wir haben doch nur noch 65.000. Wir sind bald pleite, Leute. Wir sind bald pleite. Alter, was ist das hier für ein Anwesen? Was zur Hölle? Ja, und mittlerweile ein Fernseher kostet jetzt hier 25.000. Ja, ist doch okay. Warum übertreibt ihr denn jetzt auch hier so? Boah, dieser riesige Kronleuchter, der hier so im Treppenhaus hängt. Schmackhaft. Sehr, sehr schmackhaft, Leute. Sehr, 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 sehr schmackhaft. Warum haben wir denn aber hier im Außenbereich keine Lampen? Das ist ein bisschen Schmalspur, dass es hier nicht schön beleuchtet ist.
Jo, was ist das denn hier für ein Infinity-Pool? Alter. Aber wir laufen mal hier hinten auf unserem Grundstück ein bisschen rum. Und jetzt überlegt euch mal die Leute, die jetzt hier so durchgespielt haben. Und ich habe hier schon richtig viel Geld ausgegeben. Wie viel muss man hier reinstecken, damit man den Helikopter noch hat hier, Leute? Also ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall alles noch im nächsten Part. Ich muss jetzt hier nämlich erstmal wieder ein bisschen Robux aufladen. Leute, das war jetzt hier alles schon relativ teuer. Die Villa ist aber nicht mal zur Hälfte fertig. Lasst jetzt mal gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr einen zweiten Part sehen wollt. Wenn ihr sehen wollt, dass wir die Villa fertig bauen. Und dann würde ich sagen, Leute, das soll es gewesen sein. Bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax.